Dann lassen wir hier die Zeit weiterlaufen. Das politische System. Die Zeit verfliegt und mit ihr der politische Wind dreht sich genauso. Behalte im Hinterkopf, dass unser aktuelles politisches System sich ändern könnte. Es gibt vier verschiedene... Okay, das wird quasi gerade das erklärt, was ich jetzt gerade eben schon erklärt hatte mit diesen drei Faktoren. Ne? Each System, jedes System hat verschiedene Vorteile und Nachteile. Es ist auch interessant, ne? Aber der Konsens ist, dass je radikaler ein System, desto mehr zentralisiert ist die Macht und die Freiheit zu herrschen, wie ich will. Und die Aufschreie für Freiheit von den anscheinend unterdrückten Bürgern sind am größten, je radikaler das ist. Also wird das Demokratie wenig radikal, Autoritarismus mittelradikal und Totalitarismus ziemlich radikal. Was sagst du als Politikwissenschaftlerin dazu? Nach wie vor, dass es ein bisschen schwierig ist, dass für mich Autoritarismus schon quasi das Ende der Fahnenstange ist, weil den es ja auch in unterschiedlichen Einfärbungen gibt. Mhm. Den hier in der Mitte anzusiedeln, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber so ist halt. Und ansonsten, na klar, das politische Systeme verändern sich mit der Zeit, Menschen verändern sich mit der Zeit, es passieren immer wieder neue Dinge. Und eine Gesellschaft, ein Staat steht immer wieder vor neuen Herausforderungen. Und du musst immer wieder neue Antworten dafür finden. Und na klar kann man gucken, historisch, wie haben das vielleicht Onkel und Tante, Oma und Opa entschieden. Aber schlussendlich musst du gucken, was ist jetzt in dem Moment richtig und wie kann man Zukunft gestalten, weil man Politik ja auch nicht nur für heute macht oder für morgen, sondern über einen längeren Zeitraum. Das hat ja auch bei dem Spiel einen Grund, dass es über 100 Jahre geht. Ja. Und ja, genau 100 Jahre, also tatsächlich. Ja, genau, stimmt, genau 100 Jahre. Ja, eine Runde sind immer 100 Jahre und dann wird geguckt, wie die Gewinnbedingungen sind. Was ich irgendwie auch schön finde, das ist immer eine feste Zeit ist, aber ich habe noch keine Ahnung, wie lange wir hier vorsitzen. Also es ist halt wirklich komplex, aber ich bekomme langsam ein Gefühl dafür, was wir hier machen. Und Belana fragt auch gerade, weil sie gerade dazugekommen ist, worum es hier überhaupt geht. Wir versuchen das auch gerade rauszufinden. Ja, wir spielen Realpolitik 2 und es ist sowohl ein Strategiespiel der ganzen Welt, man kann hier wild rauszoomen, wie ich das gerade mal tue, es ist auch wunderschön gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass man auch hier so rein und rauskommt. Jetzt sehe ich, dass mein Computer das sehr anstrengend findet, während ich das hier tue. Meiner auch. Genau, und wir können hier sowohl politisch agieren, als auch strategisch, geopolitisch so Verflechtungen. Und die anderen Staaten tun dasselbe. Also... Und wir spielen jetzt erstmal das Tutorial, um quasi an die Hand genommen zu werden. Und das werden wir am Beispiel von Polen. Und wenn wir das Tutorial hinter uns haben, oder was heißt hinter uns? Also ich lerne und ich mag das auch sehr gerne, dass wir das kommentieren und uns genau angucken, bevor wir ein eigenes Spiel starten, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir als erstes darin machen. So, das politische System hier habe ich jetzt eben schon erklärt. Könntest du mal ganz kurz unter diesen drei Balken Demokratie, Autoritarismus, Totalitarismus steht da der nächste Wahltermin am 20.12.2050? Ja. Das heißt, wir haben in 49 Jahren Wahl? Was 29. Jahr sind wir? Ach ja, stimmt, wir sind 21. Okay. 29 wow. Jahre Wahl ist eine interessante Zukunftsvision für Polen. Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, weiß gerade nicht, wie alt die derzeitigen Partei- und Regierungschefs so sind. Aber 29 Jahre muss man erstmal schaffen. Ja.
Also, ich meine, Polen ist hier in diesem Beispiel ja schon im Autoritarismus, also, ja. Ne? Ja. Machtwechsel. Und bist ja noch bei Democracy Feel, je häufiger die Wahlen waren, desto höher war unser Demokratieindex. Hier ist es nicht so. Ja, hier sind wir, haben wir die Demokratie bereits verlassen. So, erzähl mir mehr. Im aktuellen politischen System, ja genau, da wird hier das erklärt, diese 1 bis 30, dass diese drei Faktoren, das was ich eben erzählt habe, diese Militarismus, persönliche Kontrolle und auch der Interventionismus zusammengezählt wird und sobald man über 30 ist, hat man die Demokratie verlassen und ist im Autoritarismus und über 60 ist man im Totalitarismus. Genau, das hier wird nochmal gerade gesagt, das muss ich jetzt nicht übersetzen. So. Und jetzt kommt die liebe Dame, die wir beauftragt haben, die uns mit Außenpolitik beschäftigt. So. Oh, hallo. Ich bin für die Außenpolitik zuständig. Ich bin gerade zurückgekehrt von einer diplomatischen, von einem diplomatischen Besuch bei einem unserer Nachbarn und war dort, um sie davon zu überzeugen, einen Defensivpakt mit uns abzuschließen. Leider war ich nicht in der Lage, den Deal zu beenden. Ich denke, es wird die Exekutivmacht benötigen. Es ist immer besser, wenn man viele Freunde hat, die einem helfen. So, es ist gut, sich daran zu erinnern, dass man immer in den Foreign Affairs Category guckt, wie gut wir stehen mit unseren Nachbarn. Oder wir können das hier tun, mit den Beziehungen. Und so rundherum hier mit Tschechien haben wir anscheinend sehr grüne Beziehungen. Mit Deutschland auch ein bisschen grün. Die Slowakei nicht so. Und rundherum, ja, hier oben, Kaliningrad. Was ist denn Kaliningrad? Gehört zu Russland. Da haben wir nicht so gute. Ah, Kaliningrad, das ist noch... Das gehört noch zu Russland. Spannend. Und dann haben wir hier Litauen und... Lettland, die sind unabhängig. Und hier hinten, das gehört auch zu Litauen. Das gehört alles zu Litauen. Ach, Entschuldigung, das ist alles Litauen und da oben ist Lettland. Aber hier gibt es noch eine Provinz, die zu Russland gehört. Mit denen haben wir nicht so tolle Beziehungen. Und das wird auf der Karte angezeigt. Okay, das ist sehr, sehr spannend, wie das dargestellt ist. Da möchte ich mal, wenn das Tutorial vorbei ist, auf jeden Fall auch mit der Karte noch ein bisschen rumspielen. Also, ich lasse diesen Beziehungen-Kartenmodus mal an. Und ich gehe mal... Achso, kann ich jetzt nicht. Doch, jetzt. Tschechien. Beziehungen sind 159, was immer das... Aber das ist wohl relativ hoch. Und Tschechien hat sehr gute Beziehungen auch nach Deutschland. Das heißt, also sich mit Tschechien anzufreunden, ist sicherlich eine sehr gute Idee. So, wir sollen das Wohlwollen erlangen und wir sollen einen Verteidigungspakt mit ihnen schließen. Ich werde mir das ansehen. So, dann machen wir nochmal Pause. Und so, erstmal sollen wir müssen Favor Points, also Gefallen mit unserem Nachbarn schließen, das heißt also kooperative Aktionen, nee, nicht kooperative Aktionen, positive Aktionen, Wohlwollen erlangen. So, Kosten 350 Geld und 150 Aktionspunkte. Aktionspunkte haben wir jede Menge, Geld nicht so viel, aber gut, dass wir die Steuern erhöht haben, würde ich sagen. Und wir kriegen 4 Wohlwollenpunkte. Das ist ja super.
Also können wir das bestätigen. Und hier oben läuft das dann unter den diplomatischen Sachen, wenn ich die Pause wieder deaktiviere. Im Moment sollen wir uns halt immer nur um eine Geschichte kümmern und hier lernen wir jetzt quasi, wie die Außenbeziehungen funktioniert. Ich finde diese Kartenübersicht total großartig. So, diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Tschechien umgesetzt. So, immer nochmal Pause. Auftrag abgeschlossen, Value of Friendship 1. Wir haben Wohlwollen erzeugt und dafür bekommen wir jetzt Geld. Das ist schön. Und der nächste Auftrag ist es, dass wir einen Defensivpakt machen. Und da ist der ist unter kooperative Aktionen und Verteidigungspakt. Also, ja, Defensive Pact ist hier übersetzt als Verteidigungspakt. Und da steht auch 100% bei. Und hier, das kostet uns 1000 Geld, 750 Aktionspunkte und einen Wohlwollenpunkt, wo wir aber 4 von haben mit Tschechien. Alle Bedingungen sind erfüllt. Und unsere Leute zu Hause stimmen dem auch zu und dann können wir das bestätigen. Yay! Achso, hier wird der Defensivpakt verhandelt und das dauert dann ein paar Tage. So, noch 7 Tage. Und jetzt kommt direkt mal unser Verteidigungsminister hier hereingeschranzt und möchte, dass wir Armeen bauen. Und wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, da würde ich sagen, es ist 9:30. Wir sind zwar immer noch mitten im Tutorial, aber ich würde eine Pause machen, weil es war jetzt schon ganz schön viel, was wir durchgesetzt haben. Und ich mag es halt auch dabei, wir müssen das hier nicht hetzen, wir können langsam angehen und über all diese Sachen sprechen, um irgendwie auch uns ein wenig einzugrooven. So. Was sagst du, Romy? Romy, du bist stumm geschaltet. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch gut. Sowohl die Pause, die Idee der Pause, die du wahrscheinlich gleich einläuten wirst, als auch zu sagen, lass uns hier einfach ganz entspannt das durchgehen, durchsprechen und mal schauen, was dieses Spiel so mit uns macht. Okay, machen wir weiter mit unserem Verteidigungsminister und seiner dunklen Sonnenbrille. Der Wert eines Kanonenbootes. Genug mit den Verhandlungen, ich kann es nicht aushalten. Abkommen, gegenseitige Beziehungen, das ist alles ein Stück auf Crappé. Entschuldige mein Französisch. Es gibt nur eine Wahrheit, wenn es dazu kommt, mit fremden Mächten sich auseinanderzusetzen. Entweder du holst sie dir oder sie holen dich, Soldat. Ich bin der neue, es sind anscheinend keine Berater, das ist anscheinend auch nicht gut übersetzt, sondern er ist Head of the Ministry of Defense, also ist nicht Berater, sondern ist tatsächlich unser Verteidigungsminister. Und er kommt, um uns zu sagen, dass die Situation in unserem Staate schlimm aussieht. Wir sind einfache Beute, wir müssen in unsere Armee investieren. Die ersten Sachen zuerst, eine Basis. Wir brauchen größere Kanonen, größere Panzer, größere Gewehre, größere Kanonen, größere Toilettenschrubber, um Himmels Willen. Okay, left click on a building to construct a slot. Also, es gibt hier, mach mal gerade auf Pause, während die Verhandlungen laufen. Wir gehen mal wieder, ich bin immer noch auf der Ansicht, wie wir unsere Beziehungen sehen. Es gibt hier überall in unseren verschiedenen Provinzen überall rote Fähnchen. Da können wir überall was bauen. Und ich würde mal unsere Militärbasis irgendwie in die Mitte bauen, also posen. Oder? Was würdest du sagen, Romy? Sollen wir sie woanders hinbauen? Ach, jetzt hätte ich während der Physik den Ton aus.
Ich glaube, ich würde gerne ins Meer einen der Häfen ausbauen. Also wir haben Olzettin, Danzig oder Stettin, diese Provinzen, die an der Ostsee liegen. Baltisches Meer. Ja, an der Ostsee. Welche sollen wir da nehmen? Danzig. Alles klar. Dann gehen wir hier hin. Und wir haben hier sehr, sehr viele Gebäude, die wir ausbauen können. Also Sicherheit, Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie. Was wir jetzt erstmal machen sollen, ist eine Kaserne bauen. Sagt er uns. Politische Zustimmung ist okay. Und dann Kosten sind moderat. Wir brauchen dafür Metall und Treibstoffe. Und Gebäudeunterhaltung kostet uns sowohl Geld als auch Aktionspunkte und Metall und Treibstoff. Okay. Dann machen wir das mal. Und da wird jetzt etwas gebaut. Dann machen wir mal die Geschwindigkeit wieder an. Während wir noch weiter verhandeln. Okay, Value of Rulership. Oh, wie ich sehe, hast du unseren hitzköpfigen Minister, Verteidigungsminister bereits getroffen. Selbst wenn du nicht zwangsläufig eine Invasion planst, ist es immer gut, vorbereitet zu sein, weil auch enge Freunde können sich ab und zu auf der Stelle umdrehen und besonders wenn sie eine Gelegenheit sehen, die günstig erscheint. Erinnere dich daran, eine schlaue Führungspersönlichkeit hält seine Freunde eng, aber die Feinde noch enger. Okay, sie wird uns etwas Zeit geben, damit wir alles abarbeiten. Was wir all auf dem Zettel haben, und der Verteidigungsminister wird sich bestimmt bald melden, sobald unsere Kaserne fertig ist. Diplomatische Aktion Verteidigungspakt wurde erfolgreich in Tschechien umgesetzt. Ich finde das mit den Anführungszeichen ein bisschen irritierend, dass das um das Land ist. So, wurde erfolgreich in Tschechien umgesetzt. Okay, schön. Jetzt. Okay, Auftrag abgeschlossen, Value of Friendship. Dafür kriegen wir wieder Geld. Das ist schön. Und jetzt bauen wir eine Kaserne hier. Das dauert einige Tage. Also es ist ein bisschen unrealistisch. Die Kasernenbau hat nur dauerte nur 20 oder 25 Tage. Also, tja. Scheint nichts mit Ausschreibungen oder so. Reagieren wir eigentlich die ganze Zeit nur darauf, was irgendwer uns sagt, was wir tun sollen? Oder? Ja. Okay. Ja. Dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als das zwischendurch immer zu kommentieren. Geht gar nicht anders. Mhm. Korrekt. Also, Auftrag abgeschlossen, der Wert eines Kanonenbootes. Und ich denke, unser Verteidigungsminister. Der Bert, das waren die Sachen, die wir gemacht haben. Da wir beides Value of Friendship und Value of Gunship, da wir beides abgeschlossen haben, dafür kriegen wir Punkte, Gewinnpunkte. Und jetzt wird sich unser Verteidigungsminister, ja. Gib mir 20! Ah, und jetzt ist es auf Deutsch. Ja. Wunderschön. Haben Sie den Schießstand gesehen? Haben Sie den Hangar gesehen? Diese Basis ist wunderbar. Fehlt nur noch eine Sache. Der Duft von frischem Schweiß. Wir brauchen mehr Rekrutensoldat. Wissen Sie, wie man eine Armee aufbaut? Sie können es in jeder Basis und in Ihrer Hauptstadt tun. Sobald neue Divisionen einsatzbereit sind, erscheinen diese direkt in der von Ihnen ausgewählten Provinz. Nun, worauf warten Sie noch, Soldat? Los, bauen Sie mir eine Armee auf. Ja, mein General. Moment mal. So. Wir sollen 10 Infanterie, 5 Panzer und 5 Kampfflieger-Divisionen bauen.
Okay. Und wir können uns jetzt wieder auf mein Parlament. Bitte? Wie funktioniert das jetzt? Können wir uns das aussuchen, wohin wieder? Oder? Ja, ich. Ja, also entweder machen wir das hier. Oder wir können es auch direkt in der Kaserne tun, so wie es aussieht. Also wir können sie in Warschau stationieren oder hier bauen. Okay. Was willst du sagen? Ich würde sie erstmal hier oben hinstellen. An der Küste ist es sehr verlockend, weil dann sind wir tatsächlich einfach so an der Küste. Okay, in Warschau sind wir auch im Kernland. Dann haben wir sie nicht direkt an der Grenze stehen. Aber ich würde sie zum Beispiel meine Armeen halt nicht direkt, besonders nicht direkt hier oben, wo wir nicht so gute Außenbeziehungen haben. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, aber ich würde immer sagen, wir sollen jetzt Armeen bauen, aber dann machen wir es an einer Stelle, wo niemand irgendwie komisch guckt, dass wir es tun. Tun wir es an der Kaserne, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Also, Panzergrenadiere. Ups. Infanterie-Einheit mit kampfbereiten Panzerfahrzeugen. Okay, das heißt, hier sollen wir 10 bauen. Das kostet uns 1000 und 10 Unterhalt, 500 Aktionspunkte und 9,5 Aktionspunkte Unterhalt. Das wird wahrscheinlich unser Bonus sein. Dieser eine Bonus, dass wir weniger Aktionspunkte Unterhalt zahlen. Hier haben wir aber einiges an Einkommen. Also das ist halt tatsächlich so, ist gar nicht so viel. Also scheint das ganz okay zu sein. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich folge dem mal. Panzerdivision sollen wir 5 bauen und Jagdflugzeuge ebenfalls 5. So. Hier oben sind die jetzt alle drin und dann werden wir mal das laufen lassen. Hey Goldigold, herzlich willkommen zu Real Politics 2. Wir bewegen uns gerade durch das Tutorial. Und lernen gerade, was man in Real Politics 2 alles so anstellen kann. Und wir bauen gerade Armeen. Warum? Wissen wir auch noch nicht. Aber unsere Berater sagen, wir sollen das tun. Ja. Insofern haben hoffentlich unsere Berater irgendeinen Plan. Perspektivisch sollen wir Ziele erreichen mit den Staaten, die wir dann später spielen werden. Und es stimmt, wir haben schon grandiose 2 Stunden Tutorial. Ja. Der Winter wird lang. Ja. Genau, hier oben. So. Jetzt sind unsere Einheiten alle gebaut. Auftrag abgeschlossen. Gib mir 20. Wir haben diese ganzen, die 10 Infanterie, 5 Panzer und 5 Kampfflugzeugdivisionen gebaut. Dafür kriegen wir Punkte. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Generäle, wunderbar. Sie können eine Armee auswählen, indem Sie mit der linken Maustaste auf sie klicken. Anschließend können Sie ihr mit einem Rechtsklick einen Marschbefehl an ein Ziel erteilen. Sehen Sie den Radius um die von Ihnen erbaute Basis. Dies ist unsere Versorgungsreichweite. Sobald Sie eine Armee aus diesem Kreis hinaus bewegen, erhöhen Sie deren Unterhaltskosten erheblich. Es empfiehlt sich also, sie innerhalb der Reichweite zu stationieren. Die Armee benötigt außerdem einen Anführer. Ich würde sie ja selbst befehligen, aber ich muss mich mit dem Papierkram herumschlagen. Im seitlichen Menü finden Sie das militärische Hauptquartier. Dort sollten Sie einen neuen General für unsere Armee rekrutieren können. Danach können Sie eine Armee auswählen und ihm mit deren Führung beauftragen. Also hier Generäle einstellen. Achso, ich muss let's do this. Eine Sache noch. Wenn wir nicht gerade im Krieg sind, können Sie sich nur durch unser Territorium bzw. jenes unserer Verbündeten bewegen. Diese Orte erscheinen grün eingefärbt, sobald Sie eine Armee ausgewählt haben.
Fabelhaft. Okay. Dann machen wir mal wieder Pause und stellen mal einen General ein. Keine Generäle verfügbar. Wir wollen mal einen einstellen. Oh, wir können keinen... Wir können einfach einen einstellen und dann kriegen wir einen. Okay. Land 1, Meer 1... Wir können diesen General oder diese Generälin Iva Borovi tatsächlich auch umbenennen. Das heißt, ich mache mal den Namensgenerator an, dass man Kanalpunkte ausgeben kann, um hier Zeug auszugeben. Den habe ich jetzt aktiviert. So, und ich habe gerade auch Wassermarsch bekommen von Horsti. Nee, nicht gerade, das ist schon eine Stunde her. Aber dann nehme ich doch mal einen Wassermarsch. Und deine Physik habe ich nicht vergessen. So, die haben wir ausgewählt. So, und jetzt zoomen wir mal hier rein. Und anscheinend haben wir hier eine Armee. Ah. Okay, das ist grün. Da können wir uns hinbewegen. Und da weisen wir jetzt erstmal einen General zu. Die Generälin haben wir zugewiesen. Genau, nicht im Tutorial. Okay, wir haben einen General zugewiesen. Und wo bewegen wir jetzt mal die Armee hin? Ich würde sie nicht weiter... Ich würde sie vielleicht ein bisschen in die Mitte ziehen, oder? Also, hier so in den Wald... Ja, so ein Walderlebnis kann auch mal ganz nett sein. Ah, okay. Ich ziehe... Es geht dann von Provinz zu Provinz. Alles klar. Also es ist nicht hier irgendwie eine Stelle, sondern es geht von Provinz zu Provinz. Ja. Das sind nicht 20 Mann, das sind 10 Divisionen Infanterie, 5 Divisionen Panzer und 5 Divisionen Kampfflugzeuge. Also wir sind hier... auf Divisionsebene und nicht auf einzelnen Einheiten. Goldigold, weil der schrieb das gerade im Chat. So. Auftrag abgeschlossen. Wir haben einen General angeheuert. Dafür kriegen wir Punkte. Und wir haben den General einer Armee zugewiesen. Sehr schön. So, Blöcke. Ach, hat der alte General mit Ihnen gesprochen, ja? Hoffentlich hören Sie nicht auf seinen Irrsinn. Ich verstehe ja, dass wir eine Armee brauchen, um den Frieden zu sichern und Katastrophen besser bewältigen zu können. Aber Krieg ist nie eine Lösung. Es wäre weise, wenn Sie das im Hinterkopf behalten würden. Zusammenarbeit ist eine mannigfaltige Angelegenheit. Wussten Sie, dass Sie einen Block erstellen können, um eine stärkere Bindung zu anderen Ländern zu erreichen? Blöcke sind im Grunde Allianzen. Sobald Sie einen Block haben, können Sie ihn durch verschiedene gemeinsame geopolitische und auch militärische Ziele noch enger zusammenbringen. Erzählen Sie mir mehr. Jedes Land kann nur Mitglied eines Blockes sein. Doch ein Block kann beliebig viele Länder umfassen. Um ihren eigenen Block gründen zu können, müssen sie die Diplomatieaktion zum Block hinzufügen, auf einem beliebigen Land anwenden. Denken Sie da daran, dass unter Umständen nicht jeder an einem Blockbeitritt interessiert sein könnte. Aber Sie können unsere Chance mit anderen, die Beziehungen verbessernden Aktionen erhöhen. Okay. Aktion freigeschaltet, zum Block hinzufügen. Also, wen wollen wir denn mal zu unserem Block hinzufügen? Na, wir haben ja bisher nur diplomatische Beziehungen mit einem Land aufgebaut. Insofern bleibt uns wahrscheinlich wenig anderes übrig, als die Tschechische Republik anzufragen. Ja, genau. Also ich mache jetzt mal Beziehungen. Genau. Zu wem haben wir gute Beziehungen? Eigentlich haben wir nur gute Beziehungen zu Tschechien. Ich zoome mal raus. Hier ist sehr, sehr viel rot. Ich sehe jetzt nirgendwo so richtig grün. Super viel.
Und ich glaube, dass das daran liegt, dass wir zu keinem anderen diplomatische Beziehungen haben. Ja. Das stimmt. Okay, erst die Diplomatie, dann das gemeinsame Militärbündnis.